Wir werden nicht ruhen, bis wir den Mörder Ihres Mannes gefunden haben. Momentan sitzen Sie hier beim Café. Wo waren Sie? Wann? Vorgestern Nacht. Ficken? Die ganze Nacht? Mit Ruhepausen? Ist ein bisschen mühsam mit Ihnen. Kaffee? Nein, danke. Wasser? Nein, danke. Also gleich ein Bierchen. Kripo Konstanz. Verbrennen Sie sich nicht die Schleimhäute. Alle wollen doch nur das Leben spüren, dieses kleine Luder. Prost auf uns. Und hier bei Tatort die Show und auf euch zu Hause. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur ersten und einzigen interaktiven Show zum Tatort, direkt nach dem Tatort, hier auf Facebook Live. Und jetzt stelle ich euch meine grandiosen Gäste von heute vor. Einmal Jörn Schlönvogt. Einen wunderschönen guten Tag. Schon seit gefühlt 50 Jahren bei GZSZ. Wie kennen wir uns genau? 12 Jahre jetzt genau. Stark. Und wir haben extra so eine Kulisse gewählt, wie ein bisschen wie im Dschungel, weil wir dachten, da fühlst du dich vielleicht wohl. Ich fühle mich ganz wohl, aber im Dschungel war es dann tatsächlich doch wärmer. Echt? Ja. Doch nicht fake. Ja, wir haben es hier nicht gedreht. Ja, auch nicht im Tropical Island. Das Geheimnis ist gelüftet. Ja. Außerdem aus dem Tatort die Schauspielerin Paula. Sehr schön. Die Tatort-Tochter. Ich habe auch so leichte Muttergefühle heute. Ich habe mich so ein bisschen angepasst an deine Spielmutter. Echt? Und sie kann tatsächlich sprechen. Sie kann auch mehr als einen Satz sagen. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Und Mai ist auch am Start. Ihr kennt sie vielleicht von YouTube, von Schön Schlau und auch von Auf Klo. Du kennst dich aus mit Männer-Frauen-Themen, deshalb bist du heute hier. Genau. Denn sie ist nicht nur schön, sie ist auch extrem schlau, denn sie ist bald, hoffentlich, Doktor in Chemie. Das ist ja mega gut. Also, das finde ich echt cool. YouTube und Doktor geht auch beides zusammen. Geht beides. So, bevor ich euch jetzt frage, wie ihr den Tatort von heute fandet, zwei Jobs für euch zu Hause. Erstens mal müsst ihr wieder fleißig unseren Livestream teilen, denn wir verlosen wieder Requisiten aus dem Tatort. Heute haben wir den Dienstausweis und die Visitenkarte von Eva Mattes bzw. von Carla Blum, denn es war ja ihr letzter Tatort. Time to say goodbye. Sie muss den abgeben. Ihr könnt ihn gewinnen. Außerdem, weil sie so gut ankam, gibt es nochmal die Tatort-Fingerabdruck-Kartei mit all den Fingerabdrücken von allen möglichen Kommissaren, die wir gesammelt haben für euch. Also auch dafür den Livestream teilen. Und ihr wisst, desto öfter geteilt, desto mehr hauen wir im Laufe der Sendung raus. Wer weiß, was da noch so Schönes kommt. Ja, vielleicht noch eine Nuss. Vielleicht noch eine Nuss. Das könnte sein. Ich habe da noch was anderes im Kopf. Ihr werdet es sehen. Und noch ein Job für euch zu Hause. Bitte schickt uns einfach so ein paar Begriffe, die wir für ein kleines Pantomimespiel nachher gebrauchen könnten. Es sollen Begriffe sein, die irgendwie mit dem Tatort zu tun haben. So, jetzt seid ihr dran. Jörn. Hallo. Wie fandest du den Tatort? Ich fand den Tatort tatsächlich spannend. Ja. Mal ganz anders. Ja. Ein bisschen perfide auch, gerade wie sie versucht haben, den Heinrich hinzurichten am Ende. war sehr kurios. Hat mir gut gefallen. Gut, hat mir gut gefallen. Hast du was ähnlich gemeinsam mit Dirk? Der hat nämlich schon getwittert. Er sagt, ich finde diesen Tatort heute richtig gut. Schräge Retro-Inszenierung, cooler Soundtrack. Ja, die das Sounds fand ich auch richtig gut. Und auch die Musik. Ja? Mai, was war dein Highlight? Was sagst du zum Tatort? Mein Highlight war die Szene, wo sie ihm die Hummersuppe anbietet. Das fand ich so gut. Also ich fand sowieso, ja, weil normal, das waren so coole Villains. Die hatten ein ganz anderes Level von Badassery, die ich so noch nicht gesehen habe. Ja. Weil normalerweise sind das ja so coole ältere Männer mit so einer tiefen Stimme, die dann so einen coolen Spruch raushauen. Mhm. Und hier war dann so Hummersuppe. Die Sterbensvergleich. Und wir haben noch weitere Tweets von euch. Bitte schreibt uns. Ich amüsiere mich köstlich immer, was ihr schreibt. Und zwar kommt das hier von Red Wine. Oh, Red Wine passt extrem. Stößchen auch, by the way. Red Wine. Das beste Argument für das Ende des Teams vom Bodensee ist der heutige Tatort. Oh, sehr positiv. Ne? Red Wine. Wir verstehen uns. Und hier, Free Hippie Girl schreibt, meine Mutter ist meine Freundin. Hey, wir sind nicht bei Gilmore Girls. Also ein bisschen Gilmore Girls, Weather Girls, so eine Mischung. Golden Girls. Ja. Achso, ja. Die Omas. Ja. Adam's Family Version of Gilmore Girls. Mega creepy. Das stimmt, jetzt erwarten wir natürlich von dir als Schauspielerin aus dem eben gesehenen Tatort, dass du sagst, der war so wunderschön, der war der beste Tatort der Welt. Aber wie ordnest du den ein? Was war das für ein Tatort heute? Ja, also perfide trifft es, glaube ich, ganz gut. So ein bisschen abgedreht irgendwie. Und mega, also so ein bisschen kammerspielmäßig, also voll Schauspielerbeleuchtung sozusagen. Also es war musstet ihr euch anders vorbereiten, um irgendwie so reinzukommen in dieses... Ich habe vorher noch nie einen Tatort gedreht. Aber nein, aber also ich meine, mit Elrin, der Regisseurin, hatte ich auf jeden Fall so eine Probe vorher mit den anderen
mit meiner Mutter sozusagen, wo wir uns einen Tag lang damit beschäftigt haben, wie stehen diese Figuren zueinander und so, dass man so ein bisschen mehr, dass man nicht am Set dann direkt so, okay. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei jedem Tatort so ist oder das so. Das weiß ich auch nicht. Wir haben alle anderen nicht mal Tatort. Es kam auf jeden Fall so rüber, dass ihr eine Beziehung habt. Also eine Beziehung sollten. Ja, am Anfang war ich auch ein bisschen irritiert. Ich dachte, eventuell gibt es da so ein Techtelmechel zwischen Mutter und Tochter noch. Ich weiß auf jeden Fall doch, schade, also dass man da gab es eine Verbindung. Ja. Schade, da dass man. Haben wir auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf gleich. Wir gucken ganz kurz auf die Facebook-Abstimmung von dem Tatort heute. Und da sehen wir, 40,5 sind begeistert, 59,5 finden den eher nicht so. Toll. Das kann sich ja erfahrungsgemäß im Laufe unserer Sendung noch ändern, denn ja. Es ist deine Chance, Paula, Werbung für den Tatort zu machen. Der ist total gut. Dann dachte ich, also ich finde den echt gut. Aber ich finde das spannend, dass ihr euch vorher zusammen kennenlernen musstet, um besser miteinander spielen zu können. Ja, haben wir total. Nicht gemacht leider heute. Aber es funktioniert trotzdem bisher. Bisschen schon. Wie ist es bei euch, wenn ihr für GZSZ dreht und du hast irgendwie eine neue Spielpartnerin? Verbringen ja. Sie dann auch intensiv Zeit vorher? Naja, man muss sich auf jeden Fall ein bisschen kennenlernen. Also einfach so ins kalte Wasser geschmissen zu werden, ist eigentlich doof und klar spricht man vorher, man geht mal gemeinsam zum Coach, trinkt mal einen Kaffee zusammen, das gehört einfach dazu. Klar hat man nicht immer die Möglichkeit, wenn ich jetzt einen Film drehe und komme dann ans Set, dann lernt man sich bei den Dreharbeiten kennen, aber besser ist es schon, so eine Verbindung aufzubauen. Ja, das ist vor allem wichtig bei sehr skurrilen Szenen. Da will ich natürlich wissen, was für euch die skurrilste Szene war. Wir haben eine skurrile Szene gefunden und deshalb haben wir auch unser Setting so aufgebaut, diesen wunderschönen Palmengarten. Und auch wir haben einen Käfig, wie im Original. Max, du gehst nicht nach Haus. Du gehst fort, aber nicht nach Haus. Jess, zeig's ihm. Ja. Oh, was hier alles immer auch so passiert. Aber jetzt wird spannend. Das Highlight verpasst. Jess, zeig's ihm, wurde mir gesagt. Ich meine natürlich, wie man den Facebook-Livestream teilt. Denn du hast es noch nie gemacht, oder? Ich hab's noch nie gemacht. Wir erwarten es aber von unseren Gästen. Ja, okay, geh mal rein auf dein Facebook. Also ich nehme jetzt mein Telefon. Ja. Genau, ihr könnt auch zu Hause mitmachen, denn desto mehr Teilungen es gibt, desto mehr hauen wir raus. Also auf Facebook gehen, dann raus. Tatort die Show eingeben. Facebook, das ist dieses F, ne? Ja, diese ja. Tatort die Show. Hab ich. So, und dann... Ja. Siehst du runter den Livestream? Bisschen weiter runter scrollen. Ach, da sehe ich mich gerade selber. Sehr ist schön. Ja irritierend. Dann kannst du im Bild kannst du jetzt auf Teilen klicken und natürlich dann Beitrag verfassen. Sagen, wie unfassbar großartig es gerade hier ist. Genau. Ja. Es ist unfassbar großartig. Ja, wir schreiben alle. Es ist unfassbar großartig. Einschalten. Was hast du geschrieben? Ich hab's. Wir schreiben alle. Es ist unfassbar großartig. Es ist unfassbar. Großartig, wie du es ist unfassbar großartig. Das klappt doch eh nicht. Ich schreibe doch nicht mehr selber, bin ich bekloppt. Entschuldigung, ich bin gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Das steht jetzt auch da. Ich habe schon gepostet. Ich habe schon gepostet, das dauert bei den Kollegen noch ein bisschen länger. Wie du andere Leute markieren kannst, das erzähle ich dir beim nächsten Mal, weil das dauert jetzt ein bisschen zu lange. Das weiß ich schon. Das wir wollen nämlich bei der Tatort-Show, wir wollen doch nur spielen. Und deshalb möchte ich gerne mit euch zusammen ein kleines Spiel spielen. Mehrere Spiele. Wir fangen allerdings an mit dem Tatort-Titel Tabu. Tabu kennt, glaube ich, jeder von euch, ihr auch, ne? Man bekommt einen Begriff gezeigt. Man darf diesen Begriff nicht nennen. Diese Wörter, die in dem Titel drin sind, müssen es dann umschreiben und die anderen müssen raten. Und in dieser ersten Runde spielen Jörn gegen Mai. Ihr zwei könnt schon mal auf Position gehen. Hier vorne bekommt die Begriffe. Und damit das auch alles unparteiisch und komplett gerecht zugeht, haben wir the one and only Showmaster Klaus. Klaus, komm raus. Da ist er. Da ist er. Glitzerkugel! So, Klaus kann nicht reden, aber er kann euch die Begriffe geben. Wenn der Begriff einmal gefallen ist, darf ich den dann genau, sagen. Ja? Wenn genau, dann bekommst du auch ein akustisches Signal von unserem Showmaster Klaus. Du hast eine Minute wir Zeit. Wir müssen bei der Rat nicht reden. Nee, doch, ihr müsst ja reden. Aber ihr dürft nicht die Wörter benutzen, die in dem Titel drin vorkommen. Aha. Okay? Mai fängt an. Wir beide müssen raten und wer am Schluss von euch uns mehr Titel sagen konnte, der gewinnt dieses Spiel, okay? Okay. Mai, bist du bereit? Eine ich Minute bin Zeit. Bereit. Klaus, 3, 2, 1, los! Was wünscht man seinen Kollegen freitags? Schönes Wochenende. Richtig. Was hat man, wenn man zu viel getrunken hat und sich nicht mehr daran erinnern kann, wie der Abend Blackout. Es hat auch was mit Blackout. Mit Kino.
zu tun mit Fernsehen. Redewendung. Nein. Du kannst dich nicht mehr erinnern. Es ist alles weg. Weg out. Du bist doch Schauspielerin. Mach weiter. Okay, ach so, das geht auch. Was hat man zu Hause? Was drückt man zu Hause im Bett als Kissen? Als Kind. Kuschelpuppe. Ja. Kuschelpuppe. Ja. Oh Gott. Ja. Weiter. Was ist das in meinem Gesicht? Hand. Meine Hand. Schatten. Ja. Weiter, schnell. Fällt selbst hinein. Wer eine Grube geht. Ja. Ich bin so schlecht. Wenn man eine Verletzung kriegt, dann fließt Blut. Und nicht rotes, sondern blaues Blut. Ja. Wenn man etwas verloren hat und jemand gibt es zurück. Oh, Zeit vorbei. Aber das war richtig gut. Drei Begriffe. Die sind so griffig. Daran lag's. Drei Begriffe. Mega gut. Okay, Jörn, du musst das jetzt schlagen. Ich bin jetzt richtig. Man ist so nervös, ne? Macht mal mit, ihr zu Hause. Gerne mitraten. Okay, es geht los in 3, 2, 1, go! Ich nutze die Zeit, um jetzt schon mal zu sagen, dass ich euch hasse, ja? Also, wenn ich so mache und so. Baseball, was ist Handball, das? Von hier nach da. Werfen. Richtig. Und ich bin keine Frau, sondern ein Mann. Nein, ich bin keine Frau, ich bin ein Mann. Typ. Jetzt machst du mir Angst. Ich bin 16 Jahre alt, also bin ich keine Kind. Ich bin keine Frau, aber ein Mädchen. Ja. Und jetzt den ersten und den zweiten Begriff. Den ersten und den zweiten Begriff? Mädchen wirft. Mädchenball. Mädchenkorb. Mädchen. Sehr gut. Ja, fast. Mädchen ist richtig. Korb. Machen wir einfach den nächsten Begriff. Was ist denn Mädchenkorb? Wenn ich dich jetzt treffe und wir kennen uns ganz lange und sehen uns beide in Bangkok, dann ist. Ach, ich darf hier gar nicht fahren. Wenn ich dich jetzt treffe und wir treffen uns in Bangkok. Ja, dann ist es ein. In Asien? Mensch, du bist hier, alles vorbei. So, ich hasse euch. Der lange Arm des Zufalls. Blas-Lila-Briefe. Wenn Frauen Austern essen. Blutwurst-Walzer. Fetisch-Zauber. Die Unmöglichkeit, den Tod vorzustellen. Vielen Dank, Klaus. Was hat das denn mit Bangkok zu tun? Wir haben euch ja gar nicht gesagt, was die Strafe erklären. Ist. Leute, die Strafe habt ihr noch nicht gehört. Die Strafe nach dem ersten Spiel. Nein. Natürlich, es gibt immer Strafen. Der Verlierer muss in den Käfig. Ja. Ach, Moment, das ist keine Strafe. So. Das ist jedes Wochenende bei mir so. Aber das, normalerweise zahle ich dafür, weißt du? Klaus führt dich. Ich mach von hinten Insta-Live. Mach mal. Das war doch ganz fair, oder? Snapchat. Das war doch so. Anketten? Ach so, anketten. Wir sind beim Tatort. Warte, du musst die Rolex abmachen. Jörn, du hast es schlecht erklärt. Bis zum nächsten Spiel. Aber ich kann das einfach nicht. Naja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das war doch ganz so, das ist eine sehr schöne Szene, die könnte ich mir auch im Tatort sehr gut vorstellen. Du kannst ja gleich mal vorbeikommen. Ich überleg's mir noch kurz. Es gab auch eine Szene im Tatort, die ist euch bestimmt auch in Erinnerung geblieben. Und zwar ist das, was passiert, wenn man nach einer Nacht mit seiner Affäre morgens aufwacht? Im Tatort sah es so aus. Frühstück. Wir wollten euch mal zeigen, wie es doch eher realistischer aussieht, nämlich so. Na Schatz, nochmal. Bin gleich fertig. Mhm. Na, guten Morgen. Ich bin gestern bei Olli eingepennt. Ein bisschen gesoffen. Ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Ich bring dir den Croissant mit. Aha, okay. Bis gleich. Hab dich lieb. Ciao. Klaus. Okay.
Da lacht er, Jörn. Ja, da lacht er. In seinem Käfig. Ihr fandet die Szene auch etwas skurril. Wir haben ein paar Tweets bekommen von euch. Unter anderem von Andy zum Beispiel. Der schreibt, oh, das Mädel, ganz enttäuscht, dass man ihr im Schlaf nur ein Croissant in den Mund stopfen will. Hashtag Tatort. Entschuldigung. Aber direkt abgewiesen. Entschuldigung. Stefan schreibt, wie gut, dass es nur ein Croissant war. Sag mal, ist denn hier mit unseren Zuschauern los? Ja, also schreibt uns gerne weiterhin eure Meinung. Ich wechsle jetzt mal ganz schnell ganz gekonnt das Thema vom Croissant zum Thema Freundschaft. Was ist denn so das verrückteste Erlebnis, was ihr mit einer guten Freundin hattet? Oder das tollste Erlebnis zum Thema Freundschaft? Weil das spielt ja auch eine große Rolle im Tatort, gerade bei den drei alten Ladies. Also erzählt mal. So viel. Also, ich habe keine Freude. Was ist das? Also ich weiß, dass was voll schön war immer, dass wir so jeden Sommer mit einer Gruppe von Freunden immer nach Barcelona geflogen sind. Oh, schön. Und da dann immer so coole Abenteuer erlebt hat mit Campen und so. Ja. Was so voll meine Kindheit irgendwie so und meine Jugend so auf. Ja, zusammen wegfahren, ne? Und dann reisen irgendwo auf sich alleine cool. gestellt sein, ja, finde ich auch. Hast du auch Freunde, Jörn? Nein. Und ich bin mir sicher, es war ein Fehler herzukommen. Denn die Szenerie, ich bin der einzige Mann. Genauso wie im Tatort. Und wahrscheinlich werden jetzt irgendwelches Gabelle rausgeholt und dann... Ja. Wir haben da schon ein bisschen was vorbereitet. Ja, ich habe tatsächlich einen besten Freund. Echt? Erzähl mal. Ja, musst du mit der Kamera noch mal rübergehen, weil jetzt wird's spannend. Er ist 54. Er ist Anwalt. Mhm. Und der hilft mir. Dr. Stefan Gröll, wenn du das jetzt siehst. Ich bin's, auch wenn du mich nicht wiedererkennst. Aber wir haben ein paar Sachen vor. Ist das jetzt ernsthaft? Das ist ernsthaft mein bester Freund, ja. Und ist wirklich er hat eine große Kanzlei. Der freut sich, auf euch. Liebe Grüße, wir holen ihn gleich auch wieder raus. Er wollte es so. Das Schlimme ist, er wird es wahrscheinlich sogar glauben. Ach ja, das ist sehr sympathisch, mein bester Freund. Gibt es denn bei euch Mädels, mit denen ihr euch auch vorstellen könntet, mal im Alter eine WG zu gründen? Zusammen wohnen ist ja nochmal eine andere Nummer. Hm. Ja, total. Hast du, Mai? Ich glaube sowieso, dass... Also WGs mit älteren Leuten wahrscheinlich immer häufiger sein werden. Das wird auch, glaube ich, richtig spannend. Das ist voll der Trend. Ja. Das ist, glaube ich, ich hätte auch Bock. Wir drei so? Ja. Nee, soll ja eine coole WG werden. Soll ja cool werden. Ja, deshalb auch ohne Typen. Genau. Die sperren wir lieber weg. Claudia Schmidt hat uns getwittert und sie schreibt, so eine alte Damengang brauche ich später auch. Hashtag Tatort. Finde ich auch echt richtig gut. Dann haben wir noch einen Tweet, und zwar hier von Holger. Schrullig und zynisch in einer WG wohnen und die Nachbarn beleidigen. Ich entdecke gerade ein Modell für mein Alter. Das finde ich großartig. Holger, I feel you. Und wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir euch so ein paar Backstage-Stories hier erzählen in der Show. Und es gibt eine ganz tolle Behind-the-Scenes-Story eigentlich, und zwar diese Szene mit dem Clown. Der Schauspieler wusste ja, was in dieser Szene passieren soll, aber diese Kinderbehindertengruppe, die wurden gar nicht, das wurde nicht geskriptet, das wurde nicht vorbereitet, sondern man hat gesagt, man lässt einfach mal laufen und guckt, wie die reagieren und wie sie ihn aufnehmen. Und das finde ich total schön, dass es einfach so natürlich geblieben ist. Ich habe das noch gedacht, weil die so schön gelacht haben, so authentisch und so schön reagiert haben, habe ich mich gefragt, wie das gedreht wurde. Das stimmt. Oh. Da sieht man sie nochmal, ne, die Szene. Ja, Jörn, kannst du auch schön nett authentisch lachen? Klar. Aber und sympathisch. Vor allem das Licht von unten ist ganz fabelhaft. Das ist sehr vorteilhaft. Ich bin 30, okay? Man leuchtet 30-jährige Schauspieler nicht mehr von unten aus. Immer von oben. Aber süß aussieht. Vogelperspektive, Zafi. Ja, aber du kannst mir gerade erzählen, wie ist denn das bei Soaps? Schön ist es. Und sonst? Eure Bücher sind ja immer extrem geskriptet. Du habt ihr da auch so ein bisschen Luft für kreativen Freiraum? Du kannst schon ein bisschen improvisieren, aber du kannst aus einem Satz nicht fünf machen. Das geht einfach nicht, weil wir haben Spielzeiten und die müssen wir einhalten. Oha, das war sehr ernst von dir formuliert, finde ich. Ja, das ist RTL. RTL sitzt mir im Nacken und schaut zu. Vielleicht bist du auch einfach nicht kreativ genug. Doch, ich kann super improvisieren. Echt? Warte mal, bis ich hier wieder freikomme. Ich überlege mir das noch mal ganz kurz. Wir haben noch einen hier, Kommentar, und zwar von Mike. Er schreibt, auweia, die Tochter heißt Adolfina. Hashtag Tatort. Paula. Richtig. Und Rido Rana schreibt, seine Tochter hat den Hitlerscheitel auf der falschen Seite. Da wird man meinen, die Familie kennt sich aus. Hashtag Tatort. Nein, Wednesday Addams. Das haben wir mit Absicht so gemacht. Es darf ja nicht die direkte Assoziation sein. Es muss ja einfach nur der Schein, also die Atmosphäre muss getragen werden. Also alles nicht direkt Hitler, es ist ja jetzt nicht Hitler. Ja. Aber es wurde erkannt. Es wurde erkannt. Also Auftrag Job done. Ja.
Oh ja, Tobias sieht das auch ähnlich. Auch er hat es erkannt, denn er schreibt, bei der Tochter fehlt nur noch das Hashtag Bärtchen, Hashtag Tatort. Matze aus München schreibt, war ja klar, dass die Tochter gegen das Weltbild der Eltern rebelliert. Hashtag Tatort. Always like that. Ja. Muss man immer gegen die Eltern, oder? Absolut. Selbst auch traurig, ich bin nur mit dem zusammen. Weil aber war das klar? Ich war total überrascht, weil du warst so streng erst. Hat sie gut gemacht, ne? Mhm. Oder? Hast du gut gemacht. Mega creepy. Tatort. Mega creepy. Kommen noch die nächsten Fall. Tatorte. Zwar nicht mehr dann mit Carla. Clara Blum, nicht mehr. Denkt dran, an die Gewinne. Teilt den Livestream, Leute. Teilt den Livestream. Wie viele Mal wurden wir geteilt denn bisher? Kann mir das jemand sagen von euch, liebe Redaktion? Oder muss ich das auch selber machen? Ich guck mal kurz und in der Zwischenzeit zeigen wir euch mal, dass ein paar Szenen aus dem Tatort auch aufs Schweizerdeutsch übersetzt wurden. Und es gibt eine Szene, die zeigen wir euch jetzt übersetzt. Verblühtet mit größtmöglicher Sicherheit. Keine Spuren von einem Kampf. Sagst du mal? Na, das Blut ist aus sehr vielen Wunden rausgekommen. Muss man schauen, ob er sich die alle selber können zufügen. So ein geschmücktes Boot. Wie wenn er seine eigene Trauerfeier inszeniert hat. Sieht fast so aus. Das Boot ist übrigens aus Deutschland. Aha. Übertrieben. Ja. Der Wind ist gestern von dir gekommen. Verdammt. Den könnte man doch. So, ich habe gerade nachgeschaut. 48 Mal, mittlerweile 50 Mal wurden wir geteilt. Also da ist noch Luft nach oben, Leute. Wenn ich noch was raushauen soll hier, vielleicht was mit Jörn zu tun hat. Moment, rufst du deinen Anwalt an? Ja, ja, ich telefoniere schon mit ihm. Er hat gerade die Chance, mich jetzt rauszuholen. Ja, ich kann dich auch jetzt rausholen. Wir spielen das nächste Spiel. Die Frau ist alkoholisiert. Die haben mir irgendwas gegeben. Ich kann nicht mehr gerade aussprechen. Die sind alkoholisiert. Aber du darfst rauskommen, denn wir spielen unser nächstes Spiel, Spiel Nummer 2, und das wird ein Tatort-Pantomime-Spiel. Ihr solltet uns ja auch ein paar Begriffe schicken, könnt ihr noch weiterhin gerne machen. Begriffe, die mit dem Tatort zu tun haben, und in dieser Runde werden spielen Jörn und Paula. Und natürlich brauchen wir auch jetzt unseren Showmaster Klaus. Du kannst ja nicht rauskommen. Klaus. Klaus, hallo Klaus. Klaus, lass mich raus. Ja. Jetzt wird's richtig kreativ. So, Paula, gib alles. Ich bin so schlecht im Pantomime. Nein, du kannst das. Das war die falsche Seite. Raten, jetzt willst du die andere auch noch festmachen. Diesmal habt ihr 1:30 Zeit. Die Begriffe kommen wieder vorn, Klaus. Ich weiß eh, wie das Spiel ausgeht. Wie meinst du das? Ja, könnt ihr mir gleich die Strafe geben. Willst du die Strafe? Okay, Pantomime, wisst ihr, ne? Nicht reden. Sonst gibt's die Tröte von Klaus. Auch wir starten wieder die Zeit, Klaus, wenn alles ist auf Null gestellt. Ich fange jetzt an. Sehr gut, du darfst anfangen diesmal. In 3, 2, 1, los geht's! Hauen. Messer. Fechten. Schießen. Kaub. Blöd. Bekloppt. Dumm. Schere. Schlüssel. Augen, Kontaktlinsen reinpacken. Was? Entschuldigung, das ist mein Tanzbereich. Opa! Nee, das ist Opa. Dieser Schauspieler da mit diesem. Genau, Schauspieler. Schießen! Ziemlich perfekt. Lupe. Gucken. Lupe. Lupe? Ich mach jetzt mal ein anderes Wort. Ja, sag, mach mal schnell. Schlafen. Tod. Ausschlafen. Wochenende. Schwimmen. Sag. Sag. Schießen. Aber echt? Schießen. Ich hab alles gesagt. Ich sag gar nichts mehr. Handschellen. Handschelle. Ich glaube, er will nicht auf den Bettel, aber ey. Handschuh. Ihr kleines Mistschuh. Bitte tauschen Sie schnell die Blitze. Ich dachte, du bist Schauspieler. Okay, auf die Plätze, fertig, los! Lehrer. Richter. Staatsanwalt. Ja. Staatsanwalt. Völlig klar. Boden. Boden. Tatort. Nicht dein Ernst. Naja. Was ist das?
Darf ich Telefon benutzen? Ja, wir reden. Handy. Telefon. Bildschirm. Tasche. Handtasche. Beweise. Tasche nehmen. Okay. Zack, zack, zack. Ja, Beweis. Drehen. Beweisaufnahme. Buch. Buch. Kapitel. Stempel. Mord. Knall. Mordbericht. Polizeibericht. Todesbericht. Todesurkunde. Todesbild. Bild. Buch. 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 Mord. Buch. Mord. Mord. Buch. Mord. Drehbuch. Nein. Tatort. Mordbuch. Mord. Krimi. Ja, du bist mega gut. Mord. 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 Mörder. Detektiv. Zeuge. Das ist gut, das eine. Und Zeit vorbei. Mega gut. Yes. Stark. Verstehen Sie ja wirklich gut, ja. Also, das kann man auch nicht erraten. Also, sieht auch nicht aus wie eine Pistole oder eine Waffe. Das ist auf jeden Fall weit hergerückt. Ja, also, Entschuldigung, du warst richtig gut, nein. Lass mich raten, ich habe nicht gewonnen. Ja, habe ich wieder die Strafe? Soll ich dir noch was verraten? Es gibt noch mal eine Strafe. Ach, schön. Toll. Vergiss nicht, die Handschelle ist noch offen. Die Strafe geht aber wirklich. Ja, geht wirklich. Du musst einfach was in den Mund stecken, aber kein Croissant. Ja. Sondern Klaus hat es dabei. Den Korken, das geht doch. Und damit musst du das nächste Spiel spielen. Es gab mal einen Regisseur bei uns. Steck dir mal jetzt schon rein, den Korken. Es gab mal einen Regisseur bei uns, der hieß Ulf Borchert. Und wenn du dich versprochen hast oder genuschelt, hat er dir immer einen Korken geschenkt. Damit man deutlicher spricht, richtig? Ja, das kannst du auch gut gebrauchen. Du kannst auch gerade stehen bleiben, weil auch du spielst wieder das nächste Spiel. Das nächste Spiel heißt Wahrheit oder Lüge. Wir haben verschiedene Motive. Und diesmal spielen wir beide zusammen. Oh, schön. Ja, freue mich. Ja. Und zwar bekommen wir nämlich Bilder gezeigt. Ja. Und wir müssen euch die Bilder beschreiben. Entweder wir sagen euch wirklich, was drauf ist, oder wir erzählen euch kompletten Blödsinn. Und ihr müsst immer sagen, ist das gerade Wahrheit oder ist das Lüge, was wir euch zeigen, okay? Dürfen wir Fragen stellen? Nein, wir erzählen euch einfach was und ihr müsst sagen. Aber wir dürfen besprechen? Also wir müssen das Gleiche sagen oder wir sagen jeder? Ja, ihr müsst euch zusammen besprechen, genau. Ihr müsst zusammen sagen. Wer fängt an? Fang ich an? Ich fange an. Okay, seid ihr bereit? Ja. Okay. Okay. Auf dem Bild drauf ist Stefan Raab mit seiner Ukulele mit seiner Big Band am Spielen und man sieht ganz viele Gäste in dem Raum. Langweilig. Beide oder Stefan Lüge? Raab mit einer Ukulele. Spielt er überhaupt Ukulele? Ganz viele Gäste im Raum. Beide oder Lüge? Zu vage. Ich würde sagen Lüge. Ich würde auch sagen Lüge. Okay. Yes! Denn es ist ein Igel! Oh, der war so klein. Das ist aber klein geworden. Liebe Grüße. Du bist dran und du musst mit Korken sprechen, ne? Und Handschellen mit allem drum und dran. Aha. Geht schon los. Okay. Schon. Ja, ja. Okay. Also es ist ein Container. Mhm. Ein ganz großer Container. Und da drauf ist ein ganz süßes Gesicht gemalt. Mhm. Auf den Container? Ja. Also Container ist schon so random. Ich glaube, also das stimmt wahrscheinlich. Aber mit Graffiti oder was? Achso, wir dürfen keine Fragen stellen. Nee, nee. Ihr dürft keine Fragen stellen. Ich glaube, es stimmt. Du glaubst, Container, stimmt. Also auf Container kommt man ja nicht, wenn man... Ich glaube, nee, kommt man nicht. Kommt man nicht drauf. Du darfst nicht Tipps geben, ne? Das war gerade ein Tipp. Das war ein Tipp. Ich werde die nächste Strafe, meine Freunde. Ich stehe drauf. Siehst du noch? Okay, dann ich vertraue dir. Okay, weißt du? Ich sage, ja. Es stimmt. Ich meine, wer lügt in einen Container? Ja, korrekt. Was ist das überhaupt? Also, Container. Also, eigentlich 1-1. Ja, 1-1. Okay, weiter geht's. Siehst du? Ach, wie süß. Ach, wie süß. Oh, also ich sehe auf meinem Bild eine Parkbank mit ganz vielen bunten, ja, mit grünen Fläche und zwei Fischstäbchen mit Augen, die sich, glaube ich, gerade daten, oder? Ja, würde ich schon sagen. Mit Bildinterpretation. Fischstäbchen auf der Parkbank. Fischstäbchen mit Augen auf der Parkbank daten. Ja, daten. Weit oder Lüge? Wahrheit. Sicher? So random kannst du jetzt nicht so schnell aussehen. Bitte, bitte, bitte. Yes. Die sich gerade so daten. Darf ich nochmal sehen? Das ist ein absolutes Fischstäbchen-Date. Ich glaube, der eine creept. Das sind zwei Hunde.
zwei Hunde, die sind ineinander verwachsen am Hintern. Die sind verwachsen am Hintern, die Hunde. Auf einem Zebrastreifen. Ich hab zwei Hunde verwachsen auf einem Zebrastreifen. Ja. Echt verwachsen. Was heißt verwachsen am Hintern? Na, am Hintern verwachsen, also keine Ahnung. Also so ja, ist die Wahrheit. Also, was ist so? Alles so chinesisch. Sieht aus wie ein Tier. Mit zwei Köpfen. Das ist so mega random. Richtig. Alles. Ja. Ja. Wahrheit oder Lüge? Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Als ob er so eine Imagination hätte. Ich würde sagen, Wahrheit oder Lüge? Ich bin Wahrheit oder Lüge? Wahrheit oder Lüge? Entscheidet euch jetzt. 3, 2, 1, sag du. Wahrheit. Es sind keine Hunde. Falsch. Oh, was ist denn? Zebra. Auf dem Zebra. Aber die sind wirklich auf dem Arsch verwachsen. Leider falsch, ich lieg vorne gerade. Sonst hast du schon mitbekommen. Oh, das war fies, weil das war ja gar nicht ganz gelogen. Ja. Ja, aber das war perfide. So, letzter perfide. Begriff für mich. Also, ich sehe auf diesem Bild, wo fange ich denn an zu beschreiben? Ich sehe ein Tatortmotiv. Ist das nicht sogar gerade, war das nicht gerade im Tatort sogar zu sehen? Ich glaube schon. Man sieht ein Schiff, beziehungsweise ist eher ein Boot, ne? Ein Boot mit der Leiche, mit diesen Blumen drauf, wie er gerade, ja, aufs Wasser gelassen wird und ausblutet. Das ist ganz anders als sonst. Mhm. Davor hast du immer die Wahrheit gesagt und hast richtig gut erzählt. Ja. Und jetzt hast du voll schlecht. Er hat voll lange drum herum geredet. Lüge. Ich war doch gerade. Oder Lüge? Lüge. Ja! Aber echt richtig schlecht. Ich bin halt auch keine Schauspielerin. Jetzt bist du wieder dran. Okay. Noch nicht, Schatzi. Also ich, was ist es? Tja. Eine Schublade? Nö, das ist eher so ein Fach. Eher so ein Fach, so ein großes Regal. Und da sind Porzellantiere drin. Ich würde sagen, es sind Hirsche. Was? Hirsche. Was willst du noch machen? Eine Kirsche? Hirsche. Keine Kirsche. Hirsche. 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 Ja, Hirsche. Mhm. Also unterschiedliche Farben haben die auch. Das ist eine Lüge. Ah. Also auch ein Ding. Auch, Porzellan. Aus Porzellan. Porzellanhirsche in einer Schublade. Mhm. Ja, oder? Ja? Wahrheit oder Lüge? Lüge. Lüge. 3, 2, 1. Oder Wahrheit? Antwort? Antwort? Sag du. Jetzt bitte eure Antwort. Sag du. Ich sag Wahrheit. Ihr müsst euch entscheiden, das ist schon klar. Wahrheit. Wahrheit? Ah. Stimmt! Ihr seid gut, ihr seid schuld. Das ist ein Fach. Ihr seid gut, das ist ein Fach. Du hast mich nicht verstanden. Okay, das war richtig, oder? Ja, es war richtig. Ich habe sehr gut geraten, muss ich wirklich sagen. Trotzdem, Spielmeister Klaus, an wen geht der Sieg? Schön, oder? Ist nicht so, dass mich das jetzt wundert. Ihr habt auch wieder eine schöne Strafe hier. Ach, geil. Ja? Ich muss jetzt noch irgendwas festhalten zusätzlich? Ähnlich. Die Brille aufsetzen. Hat die Stärke? Nee, Gott sei Dank. Denn du darfst auch gleich bei uns mit im Club sein. Im Club der alten Damen. Ich weiß nicht, ob ich da sein will. Du ziehst dich jetzt mal schön an und darfst dann einen Satz vorlesen. Geil. Ich bin bereit. Du, ich arbeite bei RTL. Ist nicht so, dass mir das irgendwie fremd vorkommt, weißt du? Das hast du jetzt gesagt, mein Lieber. So, hier. So, wie kommt der jetzt rein? Einmal anziehen? Ja, ich bin keine Frau. Nee, von ich sagen. Unten tendenziell. Ja, was ist, wo ist denn unten? Na, da, das, bei dir weiß ich nicht, wo unten ist, aber du musst hier, guck mal, da geht's rein. Danke, dass du mir hilfst. Sehr du gerne. Bist so Mutti gut hilft. Zu mir. Soll ich dir jetzt auch noch jetzt einsteigen? Das Ding, ist dein Ernst? Ja. Danke. So. Ich guck mal in der Zwischenzeit, wie oft wir geteilt wurden mittlerweile. Denn vielleicht hau ich noch was raus, was euch interessieren könnte. Geil, ich mal kurz muss gucken. Auf jeden Fall ein Selfie machen. Ja, das mache ich sehr gerne für dich, wenn du möchtest. Selfie. Welchen Teil von Selfie hast du nicht verstanden? Das mache ich sehr gerne für dich. Elsie ist übrigens 2017, ja? Ja. Selfie ist so last year. Nee, ich möchte eine vertrauensvolle Person haben, die mich fotografiert. Vertrauensvoll. So, wie oft wurden wir denn geteilt? 58 Mal, Leute, bis 60 noch. Komm, noch zwei und dann hauen wir noch was raus. Vielleicht den Korken. Hm? Vielleicht den Korken. Ja, den Korken. So, DNA. Deine DNA. Aufgabe ist noch nicht zu Ende, denn du musst jetzt einen schönen Satz sagen. Aber dafür kannst du den Korken gerne rausnehmen. Den nehme ich mal in Beschlag, falls wir die 60... Der ist aber ganz nass. Ich da leg freut den sich vielleicht hin. Jemand drüber. Ja? Da war Wein dran. Den verkaufen wir später auf eBay. Der Spielmeister Klaus holt jetzt den Begriff für dich. Ich freue mich total. Was du total. Vorlesen musst. Ja. Jetzt leg mal dein Handy weg, denn das ist your magic moment. Dort ist dein Satz, hier ist deine Kamera. Gib alles hier. Wir glauben an dich. Man hat mich gezwungen, das vorzulesen. Du musst in die Kamera schauen, du weißt doch, wie das ist. Du bist doch Schauspieler. Ideen der Bestrafung. Jörn muss am Ende in die Kamera sagen. Du musst den Satz nur sagen, ne? Nicht die Beschreibung. Nee, ich möchte schon, dass man auch weiß, wie perfide diese Sendung ist. Ja?
Tatort, die Show, ist die beste Show, in der ich je war und in der Männer auch ganz fair behandelt werden. Es ist ganz toll hier und kommt vorbei. Diesen lustigen Teaser, nein, das lese ich jetzt nicht vor. Kannst du es noch einmal ohne Ablesen machen, Jörn? Komm, ja, kann ich. Mit vollem Ernst. Jetzt, da ist es. Los geht's. Tatort ist die beste Show, in der ich je war. Und in der Männer auch fair behandelt werden. Es ist ganz toll hier, kommt vorbei. Yay! Yeah! War schön. Das ist toll gemacht. Ohne Witz, es macht wirklich Spaß, es ist kein Problem, mich hier zu verkleiden. So, ein und so. Foto, jetzt kannst du noch mal ein Selfie machen von uns als Gruppe. Da sammeln wir wieder eure Likes. Also mach mal los. Komm, Mädels. Sieht ja aus wie Matthias Schweighöfer. 3, 2, 1. Stark. Super. Also, Leute, oder Atze Schröder. Ja, das ist ähnlicher. Oh, wir haben Gewinner von unseren Requisiten und zwar Alexandra Meisen. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst die Dienstausweise und die Visitenkarte von Eva Mattes und die Kopie von unserer Fingerabdruckbank von den Kommissaren bekommt Thomas Witte. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und wir hatten gerade einen wunderbar lustigen Spruch von Jörn gehört, aber die besten Sprüche kommen immer noch aus dem Tatort. Und deshalb haben wir ein Best-of der lustigsten Szenen nochmal für euch. Das kommt jetzt und wir sagen schon mal Tschüss von der Tatort-Show. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss und vielen Dank. Kannst du so raushumpeln noch aus dem Bild? Stark. Tschüss. Aber Achtung auf die Kerze. Vorgestern Nacht? Ficken? Die ganze Nacht? Mit Ruhepausen? Hummersuppe? Hummersuppe am Arsch! Also ich halte dann mal die Ergebnisse unserer Ermittlungen fest. Wir haben nichts. Hermann? Ja? Noch bin ich hier die Chefin. Ich halte fest. Sehr gerne. Wir haben nichts. Oh, ihr seid alle da! Ich freu mich so, ich freu mich so! Dann habe ich der Mutter zugeschaut. Beim Hakenkreuz häkeln. Möp. Kann man nicht kiffen und die Steuer bescheißen, ohne dass man gleich für jeden Mord verantwortlich gemacht wird? Mein Gehirn war verklebt von Alkohol, Marihuana und schlechtem Sex.